Zurzeit ist ja Olympia in Paris. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauert. Und in dem Zusammenhang hat mir Epic was geschenkt. Und zwar ein zusätzliches Outfit-Paket für genau dieses Spiel hier. Olympics Paris 2024 Go. Irgendwie so heißt das. Das Spiel an sich ist kostenlos, aber komplett durch tokenisiert, kommerzialisiert. Ich versuche euch mal zu erklären, was ich meine. Also wir haben hier verschiedene Dinge wie diese flammenden Herzen, die können wir kaufen im Shop. Frag mich, wer dafür Geld ausgibt, aber da gibt es sicher Leute. Dann gibt es hier Fan-Punkte oder Ruhm-Punkte oder sowas, die kann man kaufen. Dann auch, da kann man die flammenden Herzen dann für ausgeben. Und dann gibt es auch noch Energiepunkte. So viel mal zu den Währungen hier im Spiel. Ja, und dann gibt es halt 12 verschiedene Minispiele hier. So, also das ist jetzt eben Ruhm oder so. Ja, ich muss im Level letztendlich aufsteigen. Es gibt hier links das Level. Es gibt tägliche Belohnungen, die wir uns abholen können. Und eben 12 verschiedene Sportarten, sogenannte Minigames. Teilweise sind die noch gesperrt, wir müssen die erst freischalten. Ja, und versteh mich nicht falsch, das Spiel an sich macht schon Spaß halbwegs, aber es ist halt so übel, ja, mit Währungen und Tokens und Zeug zugepflastert, dass ich mich frage, wie weit man überhaupt kommt hier, ohne Geld auszugeben. Bonussport. Den Shop haben wir gerade schon gesehen. Schauen wir uns mal so ein Minispiel an. Das hier ist Golf. Und hier können wir jetzt unsere Charaktere umbauen. Und zwar für jedes Spiel neu. Wir müssen das für jedes Spiel neu machen. Und haben jetzt hier eben eine gewisse Auswahl an Klamotten etc., die wir wohl vorher nicht hatten. Also wir haben da ja ein Add-on geschenkt bekommen mit speziellen Ausrüstungspaketen. Und das sind die hier wohl, nehme ich an. So, Einstellungen gibt es auch noch. Deutsch, Instagram, Audio etc. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Sportart Golf an. Ich kenne die selber noch nicht. Am Anfang jedes Spiels wird uns ein kurzes Tutorial vorgeschlagen. Hier wird uns erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und wenn wir es kapiert haben, hoffentlich, dann klicken wir auf Weiter. Und jetzt muss ich mich erstmal qualifizieren und muss dann auch die nächsten drei Spiele gewinnen, um eine Chance auf die Goldmedaille zu haben. So steht's hier. So, Loch 1. Da sollte ich möglichst in unter drei Schlägen irgendwie hinkommen. Wind sehe ich gerade gar nicht. 11 Meter. Ah, hier wird auch angezeigt, wie weit der Ball dann etwa fliegt. Wir probieren es jetzt mal hier einzuputten. Und das hat direkt auf Anhieb geklappt. Loch 2. Jetzt sind es 12 Meter. Also es ist ja ziemlich einfach gehalten. Minispiele eben. Schade eigentlich, so ein richtiges Golfspiel hätte mir jetzt auch Spaß gemacht. Das ist schon das Viertelfinale. 12 Meter gilt es zurückzulegen. Und es hat bisher noch immer beim ersten Schlag geklappt. So, jetzt kommt das Halbfinale. Ah, und jetzt wird uns auch mal Wind angezeigt, ein bisschen. Das war ja interessant. Fast unrealistisch, kann man sagen. So, das gleiche nochmal. 11 Meter. 11,2.
20 von mir aus. Bisschen daneben. Lol, und dann. Das zieht's quasi wie ein Magnet rein, den Ball. Ich glaube, man kann hier gar nicht verlieren. Ja, es ist simpel, es ist sehr einfach, es ist aber auch die erste Runde. Alle Spiele sind, glaube ich, in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden quasi verfügbar. Beim Bogenschießen oder so merkt man dann schon einen Unterschied. So, und jetzt kommen wir zum Finale. Also das ist leider lächerlich, das Spiel. Da hätte ich mir mehr von erwartet. Also jetzt speziell dieses Minispiel, das ist schade. Da hätte man doch auch einen kompletten Platz dann irgendwie simulieren können. Also das ist schon sehr, sehr einfach gehalten hier mit diesem Einputten. Ja, was passiert vor dem Einputten? Ugh, sorry. Fällt mir gar nicht das Spiel. Weiter kann ich gar nicht ausholen. Starker Wind. Oh, und jetzt muss ich tatsächlich mal zweimal schlagen. 2 Meter sind noch zurückzulegen. So, das hat leider auch wieder im ersten Versuch nicht geklappt. Aber jetzt sind wir durch. Jetzt gibt es Erfahrungspunkte. Eine kleine Siegesfeier. Und dann werden wir wieder auf die Map geschmissen. Neues Event freigeschaltet. Ich kann jetzt die nächste Schwierigkeitsstufe in Angriff nehmen. Außerdem gibt es hier wieder Fanpunkte. Die können wir dann regelmäßig einsammeln. Gibt jetzt, glaube ich, eine neue Sportart. Keine Ahnung, was Breaking sein soll. Willkommen auf der Bestenliste. Oh, das ist anscheinend eine weltweite Bestenliste. Wo ich an Platz 96.426 stehe. Allgemein. Dann gibt es das aber auch für die Leichtathletik, das Bogenschießen, also auch für die einzelnen Sportarten sozusagen. Ja, Bogenschießen, Fechten. Hier gibt es wieder Fanpunkte. Und die Fanpunkte können wir auch noch steigern, indem wir hier zum Beispiel so Shops hinbauen, so Würstchenbuden. Das können wir uns auch wieder irgendwo kaufen. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, wo. Services. Ah, der neue Automat, den ich gerade gewonnen habe. Ja, und das steigert jetzt wieder die Fanpunkte, die ich hier regelmäßig abholen kann. Und so funktioniert dieses Spiel. Also ob das was für euch ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Das müsst ihr selber wissen. Ich habe kaum Zeit für sowas. Schießen fand ich ganz nice. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen. Wir können hier verschiedene Kleidungsstile auswählen. Wähle dein Event. Wir probieren es jetzt mal mit Experte. Ja. So, Events kosten Energie und die Energie wird hier oben angezeigt. Ich probiere es trotzdem mal. Bewege deine Maus, um auf Ziele zu schießen. Schießen, Experte. Kommen Tontauben geflogen und wir bekommen auch vorher angezeigt, wo die kommen. Das war jetzt gar nicht mal so gut.
Na, ist schon anspruchsvoller jetzt. Viertelfinale. Halbfinale. Na, eine habe ich nicht geschafft. Ergebnisse Halbfinale Platz 3. Damit bin ich womöglich raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eine Chance, immerhin. Das war ganz gut. Platz 2, aber ich nehme an, dass ich trotzdem irgendwelche Punkte kriege. Silbermedaille selbstverständlich. Also, ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie dieses Spiel funktioniert. An sich, wie gesagt, es macht Spaß. Ich finde es gar nicht so schlecht. Aber das hier mit den vielen Währungen und so, das ist schon sehr kompliziert. Ich kann euch leider auch nicht sagen, inwieweit das hier wirklich Pay to Win ist. Bahnrad, neue Sportart. Guckt es euch selber an, wenn es euch interessiert. Dieses Spiel gibt es kostenlos im Epic Store. Und außerdem gibt es noch bis Donnerstag diese Woche eine Erweiterung der Klamotten und der Outfits, die ihr hier einsetzen könnt im Spiel. Holt euch das bis Donnerstag 17 Uhr. Ist das, glaube ich, kostenlos möglich. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.